Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Grün auch noch. Yeah. Wow, guck an, sie kickt. Ja. Raphael kommt cool. Leonardo kämpft nach Donatellos Plan. Auf die Schnelle immer helle. Und wird's auch manchmal knapp. Die Turtle-Jungs machen niemals schlapp. Das Intro hat kein Ende. Und damit, hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Turtle Power. Danke. Okay, ja. Mit dem Captain aus der Conscious Corner. Hallo. Und mir, dem Failord. Nachdem wir ja vor einer Weile Turtles in Time gespielt haben, habe ich mir auch Shredder's Revenge geholt und diesmal gab es ein richtig krasses Intro. Beim letzten Mal hast du dich über das Intro beschwert. Ja. Hat dir das jetzt besser gefallen? War gut. Kannst du trotzdem das Frank Zander-Lied drüber? Nein, ich lege unser Apfellied drüber. Oh nein! Schalt noch alle ab. Na gut. So, neues Spiel, weiter geht gar nicht. Ja, richtig krasse Mimix. Richtig krasse Mimix. Und auch ein Remix. Locker, mach okay, krass. Locker, okay, krass, was wollen wir? Sind wir okay oder wollen wir locker? Naja, locker ist so easy, oder? Wir nehmen schon okay. Locker ist so easy. Sperrenleitung, Kombo-Angriff, Y, 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 Y. Super Angriff. Mit X. Okay, X ist nur ein super Angriff, okay. Dive-Angriff, Y in der Luft, cool. Rückwärtssalto und Sprungangriff mit A und dann Y. Das merke ich mir jetzt alles. Vor allen Dingen, es sind 21 davon. Ja. Yeah. Ich denke, wir kriegen das so im Laufe des Spiels mit, oder? Radikalmodus. Okay, die R Ratte, bei Max. Verstehst du? Radical. Ja. So R Radical bei Max Rats. Ninja Power. Freischalten auf Stufe 8. Habt ihr alle verstanden? Wähle deinen Helden. Ja, du musst genau. Ich bin dabei. Oh, was ist denn hier los? Wer ist das denn? Und dann hier, dieser Hase aus Ono Usagi. Achso, das ist die aus Sailor Moon. Die sind aus, die beiden sind aus dem DLC. Das ich nicht hab. Na, Logo! Reichweite, Speed, ja, der kommt Stärke, ne, ja, weiß ich nicht so. Ich hätte jetzt so gedacht, dass du April nimmst. Ja, aber ich brauch schon was. Warum ist die, hat denn nur eine Stärke? Na gut, okay. Ich glaube. Nee, ich sag's nicht. Ich nehm erstmal April. Ich bin Dönerteller. Oh, sie hat sogar Color Schemes. What the f- ich bin Gameboy-Style. Das ist Glibber. Das ist Gameboy. Okay, von mir aus. Ich dachte, das ist Glibber. Der ist Shredder. Na, nehmen wir das Originalgelb. Ja, genau. Die Bananenfrau. Auf geht's. Okay. Ja. Okay. Man kann das Spiel tatsächlich bis zu 6 spielen. Die 6 Unehelichen. April gehört jetzt dazu. Und sie hat schon keinen Bock mehr auf den Scheiß. Was war denn da gerade los? Guten Abend, New York. Willkommen zurück in Venice View, wo wie die Aussicht immer kristallklar ist. In der heutigen Show als Geschenk von mir, als Dankeschön für... Ah, was ist hier los? Wo ist der Beleg für das Geschenk? Oh nein. Freezer greift an. New York, was geht? Wir unterbrechen das Programm. Nee, hier, das Gehirn in dem Roboter. Für etwas Chaos. Krang greift an. Die Freiheitsstatue bekommt eine Runderneuerung, damit sie noch besser aussieht, ja. Folgt Bebops Business Insider, um ihr Debüt zu sehen, oder der Foot Clan, was zur Hölle. Wir müssen zu Kanal 6, sagt irgendjemand. Und warum sehen April und die Ratte so komisch aus? Ja, schmerzhafte Eilmeldungen. Aber gut. Im Kanal 6 Studio. Wer könnte das wohl sein? Shredder. Oh, er ist weg, weil er Ninja ist. Okay, hier sind wir. Huha. Yeah, Teenage Mutant Ninja. Hürden? Oh, ja. Warum steht da links unten Hürden? Hürden? Level gescheitert, du hast Schaden erlitten. Ah, okay, es sind quasi Handicaps, die wir nicht geschafft haben. Zum Beispiel. Aber das hat uns nicht mehr angesagt, dass wir keinen Schaden nehmen sollen.
Redakteur. Vielleicht ist das so on the go. Coco! Guck, der macht meinen Job! Ah, nee, ich bin eine Reporterin und nicht Sekretärin. Guck mal, der macht meinen Job! Yeah! Auf geht's! Uiuiui. Special! Ich habe versehentlich X gedrückt. Uiuiui. Sind einfach in sich explodiert. Ja! Oh, voll in die Fresse! Und das sind 2024! Das ist die Auflösung. Ja, genau, 2024. Es ist Vernon! Und Bebop! Ey, Bebop! Was dachte der sich hier? Kämpfe in einem Imbiss, Döner-Teller? Aquamandarin! Oh ja! Oh. Die Aquamandarine? Die Aquamandarine. Muss man die 3 Tage im Wasser einlegen, ehe man sie essen darf? Ja, oh Gott. Die spielen Game Boy! Die haben wahrscheinlich Fall of the Foot Clan gespielt. Fall of the Foot Clan. Ja, das war, glaube ich, ein Turtles-Teil auf dem Game Boy. Ah ja. Oh nein, sie müssen in Cubicles arbeiten. Vor allen Dingen, wie lange müssen die denn eigentlich schon hier sein, damit die hier einfach so die Jobs mitmachen? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das wie am Ende von Shaun of the Dead, Spoiler-Alarm. Wo die ganzen Zombies in die Gesellschaft integriert wurden. Ja gut, das könnte sein. Ob da jemand drin ist? Okay, hau ab! Ja, ich hab den Dienstleitenden, wie heißen die Leute, den Chef gefunden. Den Chefredakteur. Nice. Sehr gut. Ich hab den Dingsten gefunden. Aber macht nicht, er sagt nichts, denn der gibt mir kein Item. Na gut, dann nicht. Aber warte, das ist doch das kleine Spannung. Ich spiel Gameboy. What the fuck? Yeah, high, oh, five. High five! Wie haben wir das jetzt gemacht? Meine Güte, hier steckt aber ein Charme drinne. Aber auf jeden Fall. Kochende Mandarinen. Ne, es sind Orangen, mein Fehler. Und der ich finde halt auch den Artstyle, den Grafikstyle ziemlich gut. Also, es macht sich dafür ziemlich gut. Es ist nicht zu übertrieben, es ist schön, aber es ist auch nicht zu verpixelt, aber es ist schön, einfach schön gemacht. Ja. 15 Fußsoldaten mit Combo-Finisher besiegt. Uah. Wolltest du dem gerade ein Interview geben? Einfach das Mikrofon ins Gesicht. Oh, das macht der Knopf also. Das war dein Special. Ja, weg ist er. Pass auf Eis! Schinken! Mit dem Schinken! Jupp, jupp. Alle wollen Schweine sein. Turtle Power! Das ist hier nicht Chicken, oh, sondern Schinken. Oh nein, hast du gesehen, was ich mit ihm gemacht habe? Du hast ihn ins Bild. Ja, ich hoffe, es kommt nicht wieder ein Boss, wo man ja. Aber wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, das ist das Problem. Der hat Magenschmerzen. Ja. Ich glaube, wenn ich L1 drücke, dann können wir irgendwie. Ah ja. Schon wieder burnen. Oh nein, jetzt hat er den schon wieder entführt. Wo sind wir hier jetzt irgendwie? Die Tag-Talkshow? Nicht die Freitag-Nacht-Talkshow? Sondern die Montagmorgen mit dem Superball. Der Morgen-Talk. Ja. Okay, du hast deinen Superangriff, aber den würde ich noch nicht einfach. Okay, ich habe gerade einfach so einen Gegner gegriffen. Ich habe gar nichts gedrückt. Ich war einfach nur. Ich glaube, man muss auf die Gegner zurennen mit zweimal in eine Richtung drücken und dann greift man sie und dann. Ja, dann haut ihr die einfach in die Fresse. Was will der? Hallo? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich renne zweimal, also ich renne auf ihn zu, sprinten und dann habe ich ihn automatisch gegriffen. Was oder? Ist denn das hier für eine Quentin Tarantino-Scheiße? News Foot! Oh ja! Heute zeigen wir ihnen, wie sie mit dem kleinen Zeh wackeln können. Du brauchst eine Pizza. Oh, das ist ein Double Stuffed. Oh, das hat uns beide geheilt. Ja, ist doch schön. War ja auch genug Pizza. Naja. Also, du eine ganze Pizza isst, du fette Sau. Ey. Ich habe Sau gesagt, hallo. Du spielst eine Frau. Das war richtig. Weiteren LP-Punkt erhalten. Wow. Power Stufenaufstieg. Hast du gerade viel Glück gesagt? Ja. Statt herzlichen Glückwunsch. Schlechte Nachrichten, Eber.
Der heißt Meister Eder. Meister Eber ist einfach ein riesiges Schwein. Ne, man braucht, glaube ich, um aufzuleveln, braucht man irgendwie 100 Gegner besiegen oder so. Weil ich habe schon 100 Gegner besiegt. Du hast bis bei 71. Uiuiui. Aber wir haben Bebop bald durch. Erfolg freigeschalten. Haben wir gehighfived in der Luft? Weiß ich nicht. Das ist einfach das Symbol für Erfolg freigeschalten. Das wäre es natürlich, ja. Weil wir sind... Einer von uns beiden ist keine Ratte. Ne, warte, keiner von uns ist eine Ratte. Einer von uns ist keine Ratte, ist in dem Fall auch richtig. Aber warum ist er einfach nur Cranks Kopf? Ich weiß nicht. Du hast Bebop getötet. Ich habe Bebop getötet. Er zählt aber trotzdem nur als einer. Du bist Poro-Stick? Scheinbar. Das Machine, yay, das ist meine Show. Das ist nicht April's Show. Das stimmt, meine Show ist nebenan. Hä, wieso nur 78? Oben steht 123. April gewann die Horta-Auszeichnung, die meisten Pickups gesammelt. Hast du? Ich hab die Pizza eingesammelt, welch zählt das? Ich hab auch eine Pizza gesammelt, also du hast die größere Pizza gesammelt, aber auf die Größe kommt's nicht an. Der Belag ist wichtig. Es ist Rocksteady! Sie haben den Kopf geklaut, der sowieso ihnen gehört. Ja, das ist... Haben die einfach Cranks Kopf geklaut und der ist sehr klein dafür, dass es eigentlich so ein großer Roboter ist. Besondere Anfrage freigeschalten. Genial! Okay, was hat der gesagt? Genial und weiter kam ich nicht. Okay, wir können jetzt da. Hürden gab es 2 von 3. Immer runter. Ja. Finde alle Schlagzeilenklassiker für Burn Thompson. Burn Thompson. So, wollen wir das versuchen? Besondere Aufträge. Ich weiß nicht. Anfrage. Mach doch mal. Machen wir doch mal. Finde alle meine Schlagzeilenklassiker, ihr Widerlinge. Ich arbeite für sie. Es sind trotzdem riesige Schildkröten außer dir. Und die Ratte. Ja, stimmt. Und der Hase, der nicht dabei. Ich finde übrigens die Icons rechts oben recht niedlich. So, April guckt einfach so, hi. Jetzt möchte ich sie einfach oben auf meinem, ja genau, ich möchte sie jetzt einfach oben auf meinem Mozilla Firefox Fenster sitzen haben. Abgeschnitten im Nichts. Ja. New York, 15 Uhr, Straßen von New York. Die Frisur sitzt. Ja. Die klauen unser Auto. Oder die reparieren unser Auto? Nein, die klauen unseren Reifen. Reifen. Ich wollte erst Rad sagen, aber das ist ein falsches Deutsch gewesen. Und die Musik fetzt natürlich auch wieder. Ich höre nichts. Pass auf. Oh, du hast einen weiteren LP-Punkt erhalten. Cool, Let's Play-Punkt. Oh, Oh, das war eine super Pizza. Oh, die super Pizza. Da gibt's noch eine für dich. Na gut, dann nehme ich sie jetzt schon. Für die 2 Gegner, die noch übrig sind. Ah ja, stimmt, das Ding hast du ja vorhin auch eingesammelt. Richtig. Und dann noch die Pizza. Okay, ja, du warst beim letzten Mal wirklich die Sammelkönigin. Das ist aber wie die Eiskönigin. Jede Sammelkönigin braucht einen Sammelkönig. Aber keine Schildkröte. Ich wollte schon sagen, das ist die Ratte. Ey! Oh, Vorsicht! Vorsicht, nicht ins Loch fallen. Warum? Da wohnen wir doch. Also du. Aber ich bin auch zu Besuch. Hast du meine Wohnung gerade ein Loch genannt? Das ist die V-Zone. Die sind immer noch im Fernsehen, ich versteh's nicht. Schlagzeilen-Klassiker. Wir haben doch... Oder senden wir einfach, was da passiert. Das ist ja so nett. Weil hier steht oben. Der hat so viele irgendwie Spaß verschiedene da. Sachen. Er macht irgendwie... Er kocht hier auch? Ja. Ist das Street Fighter? Das sagt man. Ja! Car Wash! Dun dun to the car wash! Oh, man kann Projektile zurückschleudern. In the car wash, yeah. Wer ist denn hier im Müll? Mörma hieß sie, diese Irma. Good morning! My name's Mörma. Das ist quasi die Sekretärin aus Ghostbusters, nur am Turn. Ja, genau. We got one! Was ist denn jetzt für Roboter hier los? Wer ist Dill? Auf jeden Fall ist ein krasser Tagger in der Stadt. Ich merk schon. Oh! Turtle Bauer! Yeah! Apfelbauer! Komm mal raus, baut die Äpfel an, Apfelbauer!
Nein! Ist weggefahren. McDonald's, ne? Echt mit dem. Mit dem schwarzen Dreibogen. Und hier ist der Drive-In, Alter. Darf es aber nicht größer als 8 Foot sein. Ja. Ob hier nur genau 8 Fuß von Latten rauskommen? Weil es die 8 Foot Clearance. Moment! 8 Foot Clearance? Oder Feet Clearance, ja, auch immer. Guck mal, wie groß du bist. Du bist über die Hälfte von 8. Du bist. Gut, 4 Foot, ja doch, das. Hier ja. Irgendwas. Eigentlich bist du ziemlich klein für eine Frau. Naja. Töllbauer. War sie nicht relativ groß sogar in der Serie? Ja, deswegen fand ich, finde ich gerade interessant, dass du das doch so wirkt, als wenn du nur so die Hälfte von 8 Fuß bist. 4 Fuß ist halt nicht so groß. Ja. Ne, ich glaube 4 Fuß sind irgendwie so 1,38 oder so. Das ist ein bisschen komisch. Ne, 8 Fuß sind irgendwas so wie, oh Gott, irgendwie so 2,40 oder so. Also es skaliert irgendwie plötzlich. An einem Punkt skaliert es einfach extrem, so ab 5,5, 5,6 oder so. Ich habe da rüber mal auf dem Discord mich mit Leuten unterhalten und da haben wir dann so überlegt, wie groß sind wir denn eigentlich so umgerechnet. Weil viele von uns halt. Wie mache ich das denn? Wie habe ich denn gerade die Leute geworfen? Ich weiß es nicht. Manchmal passiert das einfach. Ich glaube, man muss so einen Halbbogen irgendwie machen und dann angreifen oder so. Und dann nach unten und da oben ist wieder eine Doppelpizza. Au. Aber es hat nur einen Schaden gemacht. Obwohl es eine Explosion war. Yeah. Und weiter. Infinite Pizza. Oh, das ist wie die unendliche Schokolade. Bloß ein Pizza. Oh. Wir machen einfach alles. Ja. Hast du unendlich... Oh, du hattest unendlich Special. So ein Moffat-Countdown und dann... Aber jetzt ist vorbei. Ah, schon wieder. Oh, jetzt sind wir aber am schlechten Viertel. Wir sind im Footshop. Füße, kauft euch Füße. Millhouse. T-Rex forever. Ich sag ja nur wirklich, dass ich bei Amazon mal geguckt habe. Also, da habe ich so nach Sachen geguckt. Und das schlägt mir einfach vor, dass ich mir irgendwie so einen komischen Plastikfuß kaufen soll. So einen Silikonfuß. Ja, du kannst eigentlich noch nicht aus Plastik. Ja, ich kam gerade nicht auf Silikon. Ich habe aber noch nie nach irgendwelchen Fußpflegeprodukten oder ähnlichem geguckt. Oder Schuhen oder... Dass das auch nur ansatzweise Sinn ergibt. Rocksteady, Ärger suchen das Nashorn. Ein Naschorn? Naschorn. Naschorn. Naschorn, wer denn sonst? Schorn of the Dance. Hui, 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 komm her. Granat. Granat. Die Ratte Granat. Ich darf gelb tragen. Ah, oh, ich hab den Knopf verfehlt. Bananenpower. Ich esse Obstsalat. Kau. Stimmt, das habe ich wohl vergessen. Kau. Wow, wir springen gerade nur an ihm vorbei. Was beeindruckend ist bei seiner Größe. Das stimmt allerdings. Wir haben als zweidimensional waren wir in einem anderen 3D-Plane. Wir sind beide fast tot. Oh shit. Du bist. Au! Ich bin nach. Oh, ich hab nur noch 7, 6, du musst mich, glaube ich, noch irgendwie. Ja, mit 11. Hier, Pizza, Pizza! Man kann aber nicht getroffen werden. Dann das ist quasi Riechsalz. Ja. Los mit der Pizza. Riechsalz für Nasenlose. Ich geb dir eine Arschmassage! Check's out! Check's out! Das war nicht Rücken oder Nacken. Nein. Mic Drop, hast du gesehen? Mic Drop, ja. Beim letzten Mal habe ich es nicht gesehen, weil ich davor geguckt habe. Du springst auf seinem Kadaver rum. Ja. Kau. Fleißauszeichnung, die meisten Gegner besiegt. Für Döner-Teller, yes. Ich hätte immer die längste Trefferserie. Trefferserie, Trefferschmerie. Die verstehen nur noch nicht ganz. Ich hatte eine ganze Kinderserie. Oh, nicht schlecht. Besondere Anfrage freigeschaltet. Kawabanga, du hast eine... Eine neue Ansage. Ist jemand weg oder passiert das automatisch? Das passiert automatisch, ich habe nicht gedrückt. Fürchterlich. So, was willst du von uns? Ich habe meine geheimen Tagebücher verloren. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Tagebücher sind normalerweise nämlich nicht geheim, aber meine schon.
da gab es die Folge in Disney oder in Dark, wo er sein Tagebuch verloren hat oder irgendwie kam der Böse, wie hieß er nochmal? Roger. Kam an das Tagebuch. Da hat er sich die ganze Zeit ausgemalt, nein, was ist, wenn Roger irgendwie so vorliest, was in meinem Tagebuch steht und dann so in seinen Gedanken so, ich mag Ketchup überhaupt nicht, aber ich mag Mayonnaise, Patty-Mayonnaise. Und dann, nein, das kann überhaupt nicht sein. Dann ist er zu Roger gegangen, hat ihm gesagt, ey, gib mir mein Tagebuch zurück. Und Roger einfach nur, ja, hier kannst du haben, ich konnte darin sowieso nichts entziffern. Weil Doug einfach alles nur geschmiert immer in, okay, drei Zeitungen braucht er. Okay, eine haben wir schon. Ja. Yeah. Ja, das war so der Cliffhanger der ganzen Folge. Ja. So, nächste Episode, Mutanten auf ganz dem kurz, Broadway. Okay. Drück mal R. Kamera. Achso, da kann man so quasi umher schwenken, verstehe. Ja. Ja gut, dann lass uns... Wir können einfach ganz woanders hingehen. Oh, auf die gute Seite. Einfach so, da ist einfach ein toter Dinosaurier mitten in der Stadt. Was ist denn da los? Dann nimmt mal was dagegen. Kommt doch mal auf. Put it in trash. Mutanten auf dem Broadway. Denn sie haben ein Auto. Mutanten auf dem Broadway. Ort ist Broadway. Oh, fahren wir jetzt mit dem... Mit dem Van? Oh, wir haben den Reifen verloren. Mit dem Turtle Truck? Ah ja, stimmt. Wir haben Reifen verloren. Aber wir haben Gott sei Dank unsere Skateboards. Oh, das ist eine Speed Space Skate. Ska. Ah, ski. Ja, genau. Oh, vorsichtig von oben. Level gescheitert. Du hast Schaden erlitten. Oh. Hast du mich gerade gehauen? Nein. Okay, sah so aus. Au, ich schieße ja. Ja, sag ich doch. Du hast doch gesagt, dass ich schieße. Das wollte ich gerade sagen, aber ich wollte sagen, ich habe dich, also was ich meinte, dass ich gesagt habe, ist, dass ich dich nicht gehauen habe, sondern es waren die. Okay. Oben, pass auf. Unten. Ich weiß nicht, ob das alles einfach Melodien von Turtles sind oder von den alten Turtles spielen oder so. Oh, da ist ja einer. Ja, du hast ihn gerade die ganze Zeit am Schlawittchen gehabt und ich dachte mir schon, machst du noch was, oder? Das habe ich nie mehr bekommen. Ich habe auch ganz ehrlich, glaube ich, auf dich geguckt. Ich habe den nicht mitgekriegt, dass ich den im Schneewittchen Mitte. Habe. Oh, er wird gescheitert. Du hast mehr als zwei Treffer im Hindernis. Mitte! Ach, komm. Also wir gehen auf die Mitte. Oder wir springen. Da war keine Mitte. Ja, es sah aber so aus, mussten wir ja. Okay. Dachte ich, denke ich. Oben. Unten. Oben, unten, oben, unten, oben, unten. Ah! Ich hab mir schon was gedacht. Ich wollte schon immer mal eine Pizza sein. Oh, die haben Motorräder. Oh, Quentin Tarantino von hinten. Das ist nicht ziemlich gefährlich, was wir hier machen. Jetzt weitere Ninja Power. Cool. Oh. Das sah aber nicht gut aus. Nee. Er hat mich komplett zerfetzt. Da hilft doch keine Arschmassage mehr. Nee. Hui. Oh, ich bin reingesprungen gestorben. Aber beide gerade. Ja. Dachten uns einfach, oh, Auto. Oh. Man denn da? Einfach ausweichen, bis was passiert? Wahrscheinlich. Ah, kannst du... Naja, nee. Wir haben dir gerade voll eine Granate ins Gesicht geworfen. Oh, ja, extra Leben. Wir haben beide jeweils noch zwei extra Leben insgesamt. Ich weiß nicht, ob wir einen Zero Man haben oder nicht. Der Zero Man. Also wenn man halt null extra Leben hat. Also es ist immer so, sind das jetzt unsere Leben oder unsere extra Leben? Das ist bei Spielen ja immer so unterschiedlich. Weil sich... damals die Spielemacher nie darauf einigen konnten. Und heutzutage hast du ja fast kein Spiel mehr wirklich One-Ups. Das stimmt. Oh, ich wollte doch zuerst springen! Deswegen frage ich mich auch, wenn wir alle Leben verloren haben, müssen wir dann das Spiel von vorne anfangen? Ja. So wie früher. Deswegen, ich bin eigentlich schon sehr davon überrascht gewesen, dass wir Turtles in Time eigentlich so gut durchgeschafft haben. Ja, ja. Oder hatten wir da... Ah nee, da haben wir ja ganz viele Continuous... gebraucht wahrscheinlich. Das kann schon sein, aber es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Weil irgendwann haben wir es ja dann geschafft, Shredder zu besiegen. Treff die nicht, so. Geht doch. Wenn mein Vater wieder sagt, ich soll mich nicht mit den Jungs treffen, aber ich treff die nicht! Freestyler! Achso, da war ein Loch in der Straße. Waka waka wow! Ach, du hast dich gefragt, wann das Auto kommt. Ja, ja, ob da irgendwas kommt, aber. Da war das Loch. War ein Loch. Wow. Au! Au!
weitere Ninja-Powerleiste erhalten. Heißt das, man kann dann zwei Specials haben? Weil ich hatte auch schon eine. Apfelsauer! Ist jetzt richtige Gegnerzeit? Zeit. Ja, Turtle Tenderizer. Turtle zerquetschender Motortruck. Oh. Sehr gut funktioniert das. Au. Man darf nicht zu nah rangehen. Ja, das Problem ist, dass Apple nicht die beste Reach hat. Ja. Ja, aber nicht schon ein bisschen. Hab ich schon ein bisschen besser, aber ja. wenn die einfach in mich, ne, zurück reinfahren. Einen Sprungangriff darf man auch nicht machen. Und mit einigen Angriffen gehe ich auch immer so ein bisschen, so ein kleines Stück nach vorne. Das sind die schlimmsten. Ja. Kannst du mir mal kurz Pizza unter die Nase halten? Plötzlich kann ich getroffen werden. Ey, hör doch mal auf! Ja, wäre auch komisch, wenn du da unverwundbar wärst. Aber wäre beim letzten Mal war ich verunverwundbar. Ey, komm, was ist das jetzt hier? Verunverwundbar. Ich bin tot. Ja. Aber ich komme wieder. Keine Frage. Wer dann immer gedreht. Ist doch Ehrensache. Wir müssen den am besten ihre explodierenden Orangen immer wieder zurückwerfen, aber irgendwie kriegen wir das nicht ganz gebacken. Ja. Ey! Kannst du vergessen, dass du jemanden wiederbeleben kannst. Mann! Ich muss es nur... Mann! Hier, richtige... Jawohl. Ich hab dich noch wiederbelebt. Na gut, okay. Wir haben auch beide sofort. Okay, ich bin nochmal out. Genau, entweder versuchst du es mich zu holen oder du warst noch schnell fertig. Nee. Oh, er hatte nicht mehr viel. Ich bin Game Over. Ja, deswegen ich bin April! Woo! Gut erkannt, Junge. Oh, Reifen. Das ist so ein Mikrofon, die Straße runter. Nein! Sprinter-Auszeichnung. Ihr habt den falsch geschrieben. Nur weil er Karate kann, heißt es nicht, dass er japanisch ist und deswegen das L nicht kann. Vor allem die Sprinter-Auszeichnung. Die meiste Zeit rennend vollbracht. Also wahrscheinlich, weil sofort der ist oder so. Weil ich ein bisschen länger gelebt habe. Ja, wahrscheinlich. Na gut. Praktikant angesprochen, oder? Destroy the Turtles! Yeah! Warum ist denn da oben nochmal Channel 6? Waren wir nicht erst bei Channel 6? Wie ist das? Werbung. Das könnte vielleicht sein. Mal gucken. Schlägerei im Zoo. Wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr. Na, da brauchen wir nicht ein neues Level anfangen. Okay, dann geht's nächstes Mal weiter mit der Schlägerei im Zoo. Wow. Aber das war's jetzt mal mit dieser Folge von Let's Play Needleschnodel. Ich hab Neenage gesagt. Ach so. Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss, bis dann. Bye. Ciao.